Der SC Freiburg hat gegen Straßburg 2:1 verloren, nur ein Test. Gab es trotzdem Erkenntnisse zu gewinnen? Ja, wir haben wieder ein Tor gemacht nach einer Standard, das in den letzten Tagen, Wochen für uns einfach auch nochmal ein großer Schwerpunkt war. Das war gut, dass wir da auch wieder in Führung gegangen sind. Ja, natürlich muss man so ein Spiel nicht verlieren, aber man darf es auch nicht zu viel hineininterpretieren. In der Bundesliga lief es zuletzt sehr erfreulich gegen Hoffenheim. Wie wichtig war dieser erste Dreier für das Selbstvertrauen der Mannschaft? Es war natürlich sehr wichtig, weil wir natürlich auch in den Spielen davor schon gute Leistungen gezeigt haben, aber leider die Spiele nicht für uns entscheiden konnten. Daher war es jetzt vor der Pause noch mal wichtiger, dass wir eben den ersten Dreier geholt haben. Und ich finde auch die Art und Weise, wie wir diesen geholt haben, den Rückstand umzudrehen, nicht aufzugeben, obwohl davor nicht so viele positive Erlebnisse da waren, aber einfach so ein Gefühl auch für die eigene gute Leistung und auch das Vertrauen zu haben. Und das war sehr, sehr positiv gegen Hoffenheim. Für Sie persönlich läuft es auch sehr positiv. Sie sind sozusagen als Abwehrchef gesetzt gerade. Wie wichtig ist es denn für Sie als Kapitän, wieder auf dem Platz zu stehen? Ja, freut mich natürlich, dass ich möglichst viele Spielanteile auf dem Platz habe. Und ich finde, wir haben jetzt gerade so eine Mannschaft gefunden, die es einfach zusammen sehr gut macht, auch umsetzt. Und das ist einfach sehr wichtig für Abläufe, für Automatismen, dass sie einfach greifen. Und ich finde, das haben wir in den letzten Spielen gemerkt. Da waren wir sehr diszipliniert von vorne bis nach hinten. Und das gibt einem ein positives Gefühl. Ich habe es auch die letzten Tage schon mal gesagt, und dann so die Atmosphäre, ich denke, dass die Fans spüren das und gemeinsam sind wir dann einfach wieder so stark, dass wir eben zu Hause dann eben auch wieder die Spiele für uns entscheiden können. Als Sie jetzt nicht gespielt haben, gingen Sie sehr sportlich mit der Situation um. Haben Sie trotzdem manchmal insgeheim gehadert? Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, es ist eine einfache Situation. Es geht auch natürlich mir so, dass es nicht einfach ist. Aber die Vergangenheit hat einfach immer wieder gezeigt, dass man dranbleiben muss. Es bringt nichts zu hadern, irgendwelche Ausreden zu suchen. Natürlich gibt es manchmal Tage, wo das einem besser oder dann weniger gut dann eben auch gelingt. Und daher ist es ganz normal. Oder habe natürlich auch maximales Verständnis eben für die Jungs, die dann eben zurzeit nicht dran sind. Aber es bleibt einem nichts anderes übrig, als im Training Gas zu geben und auf seine Chance wieder zu warten. Letzte Frage, noch ein kurzer Ausblick. Sie werden in der Bundesliga als nächstes gegen Bayern München spielen, voraussichtlich mit Jupp Heynckes an der Seitenlinie. Hätten Sie lieber gegen Ancelotti gespielt? Ach, ich glaube, das ist relativ egal. Natürlich ist es gerade so, dass bei Bayern ziemlich viel Unruhe da ist. Aber wir konzentrieren uns wirklich auf unsere Aufgabe. Das können wir beeinflussen, unsere Leistung. Hoffen wir, dass die Unruhe noch ein bisschen anhält bei den Bayern, weil sie zurzeit wirklich den Gegnern Möglichkeiten geben. Aber dennoch sind sie Bayern und haben natürlich eine enorme Qualität, wo wir wirklich auch wirklich nur eventuell Möglichkeiten bekommen, wenn wir an unsere Grenze gehen. Und das versuchen wir eben wieder zu tun, dass wir da möglichst unangenehm sind und alles reinhauen, um es den Bayern so schwer als möglich zu machen.